Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zum LS19 Heavy Farmer Projekt mit meiner Wenigkeit. Ich grüße euch, na hallöchen. So, Tag Nummer 2, Folge Nummer 2 und schon eine Verspätung drin, was die Release-Zeit angeht. Ich muss mich entschuldigen, es gab leider ein paar Probleme mit den Burgold oder Burgold oder wie man es so mal ausspricht, DLC. Deswegen... Aber gut, kommt es halt heute ein bisschen später. Ich korrigiere mal meine Aussage. Die Folgen kommen zwischen 12 und 14. Zwischen 12 und 14. Ne? Kann jeden Tag vielleicht mal ein bisschen variieren, je nachdem. Denn ich gehe hier, das ist immer der Vorteil, bei solchen Singleplayer-Projekten, ich kann direkt auf euer Feedback eingehen. Sprich, ich kann mir auch noch die Kommentare durchlesen und so weiter und so fort. Und das habe ich in dem Sinne natürlich auch getan. Vielen Dank für das positive Feedback. Freut mich, dass es einige erfreut hat. Und, oder was ist einige? Viele erfreut hat in dem Sinne. Ja, und ich hoffe, wir haben hier ein bisschen Spaß daran. Es wird nicht so schnell eintönig, was ja immer passieren kann, aber da kann man vielleicht ein bisschen gegenlenken. Schauen wir mal auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine ganz spontane Sache hier. Apropos Burgaul DLC oder Burgaul DLC, das haben wir jetzt drauf. Ja, also das haben wir jetzt in dem Sinne wirklich drauf. Was schon mal sehr, sehr gut ist. Wir bressen ja jetzt hier aktuell noch unsere Grassilage. Ja, da werden wir auch noch ein bisschen damit per se beschäftigt sein. Ja, weil das ist gar nicht mal so klein hier, die komplette Wiese. Modlisten und Co., das kommt alles etwas später. Ich stelle euch das zusammen, aber wie gesagt, das kommt alles ein bisschen später. Vielleicht sogar viel später, nur noch mal gucken. Genau, wir haben eine Lohnzahlung von Zero, das ist sehr gut. Weil eh mal kurz den Helfer angemacht, da müssen wir noch nicht bezahlen. Das ist doch soweit schon mal ganz angenehm. So, jetzt haben wir hier eine Runde geschafft und wir sehen das schon recht ordentlich hier. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ganze Ballen rausbekommen und wir haben hier noch ja, ordentlich was vor uns, muss man sagen. Also ist gar nicht mal so wenig. Wir schaffen es aber momentan auch echt noch mit 9 km/h. Ne? Also wir arbeiten hier teilweise schon wieder am Leistungsminimum. Oder nicht am Leistungsminimum, am Leistungsmaximum. Man sieht, man kommt ja eigentlich mit 14 km/h durch. Aber er schafft es öfters gar nicht. Also so gar nicht. Ne? Wir fallen manchmal bis auf die Hälfte runter. Weil wir haben hier 286 PS oder irgendwie sowas in der Richtung. Müsste eigentlich für die Presse vollkommen ausreichend sein. Aber irgendwie scheinbar auch nicht. Also von daher ist es immer so eine Sache. Aber ich will jetzt nicht den roten Case nehmen. Den hat man ja schon bis dato überall. Gut, ist halt aber einfach ein sehr guter Traktor. Eine 276 PS Leistung angelehnt. Auf, keine Ahnung, 100 und ein paar zerquetschte 1000, wenn man den voll aufrüstet, 146.000 oder so. Das ist ein günstigster Traktor, den man halt kriegen kann, ne? 43 km/h, das ist halt so mehr oder weniger der Nachteil, aber hey, haben wir 52 km/h, die nicht mal 10 km/h mehr, oder ist das eigentlich schon das Maximum? Ja, ist auch 53 km/h. Also die 10 km/h mehr, da sind die Preisaufschläge teilweise nicht gerechtfertigt. Ich weiß aber, dass ihr auf Glas steht, ne? Deswegen habe ich mir einfach mal hier den Glas genommen. Wir haben den Real Dirt mal drin, wie ihr hier seht. Ne? Das wird alles schön grün und dreckig und alles, was man sich halt noch sonst so wünschen kann. So, müssen wir einmal abfahren hier. Denn da sind wir schon wieder voll. Einmal hier die Dings rumnehmen. Dann drehen wir einmal hier rum. Und haben wir da ganz Spaß abgetankt. 18.000 Liter haben wir jetzt schon. Das ist doch recht ordentlich. Also wir kriegen hier dann doch schon ganz gut Raps raus. Ich weiß noch nicht, ich lagere den sicherheitshalber erstmal ein, weil Kohle brauchen wir jetzt diesbezüglich eh erstmal nicht. Und ja, vielleicht brauchen wir den Raps dann auch bald für die ersten Produktionen. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Wie gesagt, die Bäckerei ist schon platziert. Das habe ich im Vorhinein schon gemacht. Alter, hat der ein riesen Rohr. So, ein bisschen hier. Muss ich mal dran gewöhnen. So.
Weil der wird jetzt nämlich auch gleich wieder losfahren, genau. Und dann müssen wir uns da natürlich ein bisschen mit anschließen. Weil der wird jetzt hier vorne nämlich auch gleich wieder die Kurve nehmen. Und die wenden, und bis dahin kriegt er seinen Korntank bestimmt nicht abgefüllt, oder? Aber es geht ordentlich voran. Wir haben schon mal 51% hier mit drinne. Da müssen wir einfach ein bisschen vielleicht. Wartet er, ich könnte so einfach im Kursplay einstellen. Ah ja, wartet auch. Sehr gut. Das ist sehr, sehr angenehm. Ja, da geht ordentlich was raus hier. Also voll kriegen wir ihn immer. Definitiv. Ich weiß gerade gar nicht, wo liegt denn der Raps? Im Dings hier bei 1279. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Eigentlich ganz gut. So, hier schon wieder ausgegangen. Machen wir hier weiter. Könnte uns also dann doch schon ganz gut Kohle verschaffen. Aber wie gesagt, schlimmst wird das Mainlager, vielleicht brauchen wir das noch irgendwo. Also wir können mit Rapsklöppe Sprit herstellen, das weiß ich. Aber ansonsten nur mal immer mal per se gucken hier. Aber erstmal machen wir hier noch einen Ball nach dem anderen. Ja, da kommen auf jeden Fall schon ordentlich viele raus. Ich glaube, so viel brauchen wir per se auch gar nicht. Aber wir gucken hier, Käse, Wurst, ja, ihr seht, wir haben hier auf jeden Fall eine Menge. Eine Menge Produktionszweige drin. Zwar alles irgendwie erstmal platzierbar, aber wir haben sie. So. Wunderschön. Und wir sehen hier, Grasilage bringt uns 189 Euro pro Tonne. Das ist beim besten Willen nicht so viel. Luzerne bringt uns 86. Luzerne Silage 250. Gut, Luzerne habe ich aber hier momentan noch nicht am Start. Aber wir pressen jetzt hier den ganzen Spaß erstmal weiter. Umso schneller können wir nämlich auch einfach unsere Autolader ausprobieren, die wir haben. Nämlich auch ganz nett. Und ich glaube, wir müssen jetzt hier noch, naja, ein paar Bahnen sind es auf jeden Fall. Aber Ballen sind es jetzt auch schon mal gar nicht so unerheblich. Wir hatten ja damals auf der Tierform dann schon, ich nenne es mal ein bisschen modifiziert, ne? Ebenfalls, na gut, was ist modifiziert? Ich hatte die Club in mehr, der konnte so 40 km/h fahren. Das war aber in dem Sinne auch angemessen. Wir hatten einen Futtermischwagen, der konnte 100.000 Liter schlucken. Das war aber auch der Tiergröße relativ angemessen, muss man sagen. Ich denke mal, solche, ich nenne es mal speziellen Mods oder umgebauten Mods werden wir auch mit draufnehmen. Später, wenn es benötigt wird. Wie gesagt, jetzt ist ja hier noch alles mehr oder weniger in Ordnung. Deswegen ist das jetzt nicht allzu dramatisch. Aber wenn das dann wieder übelst in die Tiere reingeht, na, weil es bringt halt nichts, 3 Millionen Mal mit einem normalen Futtermischwagen irgendwas anzumischen. Also meiner Meinung nach. Und dann das dreimal hinzufahren, wenn man das auch mit EMA kann. Gerade, ich weiß gar nicht, was wir auf der Tierfarm erwähnt hatten. 300 Kühe, 400 Kühe. Es war auf jeden Fall eine ganze Menge. Und da haben sich dann solche Mods dementsprechend auch schon mit gelohnt. Ja, ansonsten, ich hatte es ja gestern auch noch neben dem neuen Projekt hier angekündigt. Ihr mögt es ja, wenn wir mal ein bisschen über Themen sprechen. Ich bin aktuell wieder im Livestream-Apparatello da. Es kommt jetzt wieder regelmäßig, beziehungsweise fast täglich, außer am Wochenende. Wochenende lasse ich mir prinzipiell frei. Einmal, um einfach auch mal 2 Tage lang nicht live zu streamen. Und also steht halt mal gar nichts an und ich habe da wirklich Bock drauf. Aber prinzipiell, um einfach mal nicht live zu streamen. Und um einfach die Zeit mit Klick zu verbringen. Ja, ihr wisst ja Bescheid. Ist ja nur am Wochenende da. Und Deadvasion. Und wir nehmen da auch in der Regel halt auf. Gut, momentan halt nicht, weil es momentan nicht geht. Aber das halt prinzipiell, außer es kommt mal was dazwischen. Also, wie gesagt, jetzt vom in dem Sinne von Montag bis Freitag immer um 20 Uhr auf twitch.tv/sachsennetzplayer und dann noch ein YT hinten dran für YouTube. Ich bin momentan dabei, auf Krampf mir eine Domain zu holen, wo ihr dann einfach nur, wo ich einfach sagen kann, keine Ahnung, geht auf xxx.live und da kommt ihr dementsprechend dann zu dem Livestream. Ist aber gar nicht so einfach. Die Domains, die ich bis jetzt haben wollte, wurden alle abgelehnt, weil sie
alle schon gekauft worden sind, obwohl sie bei mir frei angezeigt worden sind. Absolut nervig. Jetzt muss ich, jetzt habe ich mal eine etwas kreativere, einen kreativeren Namen als URL genommen. Aber das, was ich alles wollte, aber ihr könnt euch ja vorstellen, dass sowas wie SLP, was einfach drei Buchstaben sind, das ist als Domain schon irrsinnig, wenn du das überhaupt noch bekommst, weil kurze Domainnamen sind extrem viel Geld wert. Oder solche Allerweltsnamen wie Sachse, oder was ist Allerweltsnamen, solche Begriffe wie Sachse, Sachsen und sonst was, die sind natürlich schon alle vergeben, ne? Ist ja ganz klar. Da hat man dann eher keine Chance mehr. Aber ja, ansonsten, bevor ich jetzt hier aufgenommen habe, deswegen auch noch die Verzögerung, wurden jetzt auch schon die ersten Emotes geliefert, die ich für Twitch in Auftrag gegeben habe. Eine wirklich schicke Geschichte. Ich kann sie euch jetzt hier nicht präsentieren, aber ja, heute Abend zum Beispiel wieder bin ich um 8 Uhr wieder live, aber wie gesagt auf Twitch. Und wie gesagt, Twitch TV Sachsen Let's Player YT. Und schaut einfach mal rein, da könnt ihr die neuen Emotes begutachten. Gefällt mir sehr, der Dude hat das richtig gut hinbekommen. Holy shit, die Dinge, also die Emotes sehen eigentlich ein bisschen verkindlicht, um ehrlich zu sein. Aber es ist egal. Aber die sehen, der Dude sieht eigentlich eins zu eins so aus wie ich. Das ist relativ geile Geschichte. Aber wie gesagt, könnt ihr euch später angucken. Das ist so die eine Sache mit noch gewesen. Ansonsten wurde ja noch gefragt wegen SnowRunner DLC vor allen Dingen, wegen SnowRunner Let's Play. Ja, geht jetzt auch wieder weiter. Kommt heute auch, also nach dem Projekt hier. Ich denke mal, die Folge wird jetzt nur heute, ja, vielleicht 14 Uhr, ne, ungefähr gegen 14 Uhr kommen. Ich denke mal, SnowRunner wird gegen 15, 16 Uhr kommen. Also da ist also eine Stunde in dem Sinne, je nachdem, wenn die Folge jetzt rauskommt, ne. Also auch da sollte es erstmal nicht so die Probleme geben. So, jetzt sind wir aber hier erstmal fertig. Das ist schon mal ganz gut. Dann kann der Ball nämlich hier abgelegt werden. Also für das kleine Feld ist hier ordentlich was rumgekommen. Und da habe ich schon a little bit stehen lassen. Also ein ganz kleines little bit habe ich da stehen lassen. Holy moly. So. Den Rest bräuchte ich einen Ladewagen und dann halt noch so Gedöns. Okay. Nun kümmern wir uns aber erstmal per se darum, weil wir haben jetzt das Gold DLC mit drin. Und jetzt kann ich mir nämlich auch mal nach einer Saatmaschine hier umgucken mit diesem Gold DLC. Und ihr seht schon hier diese großen Dinger, gut 600 PS, ne? Das ist halt alles a little bit übertrieben. Das ist ja ganz klar. Das sind eher so Maschinen, wo man sagt, okay, das ist too heavy. Die braucht 240 PS, hat 8 Meter Arbeitsbreite. Ja, die ist eigentlich recht ordentlich. Die kann säen und düngen gleichzeitig und ist eine Direktsaat. Kann eigentlich, wie ich mir das hier durchsehe, alles können. 7200 Liter Korntank, kombiniert, wohl bemerkt. Das ist schon recht ordentlich für 182.000. Wir haben hier haben wir allerdings 12 Meter, haben auch eine Direktsaat, allerdings ohne Düngefunktion mit 6000 Litern. Und ja, die ist eigentlich auch recht ordentlich. Schade, ich dachte, ein Brock Gold war dann noch ein bisschen mehr drin, mehr Abwechslungsreiches. Aber leider Gottes nicht. Ansonsten bleibt halt hier nur noch die Condor übrig. Die kennen wir ja, 15 Meter Arbeitsbreite. Die kann ja mittlerweile auch alles, 270 PS empfohlene Leistung für 224.000. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist das Ding mit 138.000 gut. Sie düngt halt nicht mit, das ist der große Nachteil. Sprich, wir müssten vorher düngen und dann zack und dann nochmal düngen. Das wäre dann ja mehr oder weniger das Approve. Ich glaube, das können wir machen. 138.000, die Querneland DG 12.000, ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Haben wir uns gegönnt. So, jetzt brauchen wir allerdings auch noch, ich glaube, ohne Kredit werden wir hier nicht auskommen, ne? Echt kacke. Wir brauchen noch einen Ladewagen. Die gehen alle erst hier relativ teuer los mit 23, also den kriegt man wesentlich billiger als Mod.
140.000 ist natürlich auch schon wieder eine Krönung. Der Kron ist eigentlich ganz nett mit 56.000, kostet dann aber allerdings schon zu viel Geld. Das könnte ich mir nicht mal leisten. Das ist nämlich das nächste Ding. Und ja, weil wir brauchen auch noch normales Gras. Dann würde ich erstmal sagen, ich miete den hier für 2, beziehungsweise Basiskosten für 900. Weil den brauchen wir jetzt nicht so häufig. So. Dann holen wir uns den ganzen Spaß mal ab hier. Gearsplay arbeitet eh noch weiter, die werden sich wieder melden, wenn sie keinen Platz mehr hat oder wenn der Klaas keinen Platz mehr hat. Ja, sieht recht ordentlich aus hier. Ja, also hier sind richtig viele Ballen rumgekommen. Holy moly, hätte ich nicht gedacht. So, dann fahren wir einmal hier auf den Händlerhof drauf. Genau, hier ist unsere Saatmaschine. Und da ist unser Sammelwagen, beziehungsweise was ist unser? Im Endeffekt ist er jetzt erstmal nur gemietet. Aber die Saatmaschine, denke ich mal, ist in Ordnung. 12 Meter würde ich jetzt schon eher fast als Minimum darstellen für diese Feldergrößen, die wir hier haben. Wenn nicht sogar ein little bit zu klein. Wie gesagt, der Burgold-Spaß wäre, also diese Kombi wäre vielleicht sogar angebrachter. Aber das ist noch too big, würde ich sagen. Jetzt gerade für einen Anfang. Da müssen wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen dafür. Ich mache mal hier den Rüssel auf. Dann füllen wir ja den ganzen Spaß gleich mit auf. Hier haben wir alles, was wir so haben. Wir haben Fertilizer, wir haben Flüssigdünger, wir haben normalen Dünger und wir haben hier unser Saatgut. Das hier ist unser Flüssigkeitslager. Das ist auch sehr angenehm. So, ich lasse den einfach mal hier stehen. Der soll einfach mal kaufen. Das ist unser Flüssigkeitslager. Können wir auch alles einlagern, was wir dementsprechend so wollen. Und dann holen wir uns erstmal hier den Ladewagen. Naja, und ich brauche noch den ULW, ne, nicht den ULW, sondern den Autoloader. Den brauchen wir auch noch. So, erstmal für 3.000 € Saatgut gekauft. So gehört sich das. Genau, dieses BDM-Pack brauchen wir gleich noch. Denn wir müssen ja die Ballen auch wieder mit aufsammeln. So, erstmal hier. Rückwärts ran. Zack. Und dann können wir dann erstmal ein bisschen normales Gras an die Schafe verfüttern. Muss gerade mal gucken hier. Das ist das. Da haben wir einmal B. Ja, wir haben das als LKW, als Reinfuhr. Wir haben das als Anhänger. Obwohl man sich da überlegen kann, ah ja, der KI-Verkehr ist ja wieder sehr gut gewesen. Ich überlege gerade, ob wir so einen LKW nehmen. Oder einfach nur einen Trailer. Ich meine, die Trailer kosten 25.000, das ist jetzt beim besten Willen nicht die Welt. Oder mal, ich fahre mal hier durch. Weil da komme ich nämlich direkt hier rein. Stopp, 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 stopp. Vielen Dank. So, Moment, wir sind hier wieder voll. Aber der steht diesmal richtig kacke. Der steht ja diesmal richtig. Ah, ne, halt. Ich glaube, der fährt er. Ah, der fährt leer nach vorne. Okay. Hä? Hat denn der sich hier positioniert? Oder hat Curseplay das mittlerweile gerafft? Das wäre natürlich insane. Hat Curseplay das mittlerweile gerafft, dass wenn die entladen, dass die nicht, wenn die da zur Feldseite stehen, dass sie da weiter wegfahren? Das wäre ja insane. Kurz gucken hier, da war ja irgendwo maximale Geschwindigkeit, Name cool. Ein Punkt anfahren, Haltezeit, Warnleuchten nur auf der Straße, Kraftsparmodus aktiviert, das ist ja alles in Ordnung. Gegenges. Lol, Fruchtumfahrung ist aktiviert, das richtig symmetrischer Bahnwechsel ist auch relativ egal, wo können wir das denn einstellen? Während des Abladens anhalten, aktiviert. Ja, vielen Dank. Doch, der rafft das mittlerweile. WTF?
Ey, da hat sich an Curseplay ja einiges getan, seitdem ich das letzte Mal gezockt habe. Ey, das ist ja krass. Curseplay rafft mittlerweile, wenn der an der Bahn steht und voll ist, dass der wegfährt, dass man abtanken kann. Ey, das ist krass. Das ist geil. Also das ist krass und das ist geil gleichzeitig. Also Halleluja. Das ist wirklich cool. Das muss man ja mal lassen. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Nö, das kann man machen. Das gefällt mir auf jeden Fall. Da kann man definitiv nicht dagegen meckern. Das kann Curseplay gerne so weitermachen. Bitte sagen, wenn der Multiplayer geht, wäre natürlich auch geil. Aber so für Singleplayer-Dings, dass er das automatisch rafft, das ist sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett. Curseplay hatte anfangs so seine Schwierigkeiten, wie immer. Aber gut, das Spiel ist jetzt so fast 2 Jahre draußen. Aber ja, das ist schon mal schön, dass es jetzt funktioniert. Und es hat ja jetzt noch ein Jahr Verlängerung bekommen. Dann kann der Mod diesmal sogar extra, wie man das immer so schön sagt, extra gut oder weiterentwickelt werden. So, ansonsten, ihr seht hier schon, mit 2 Bahnen ist der Hänger dann schon fast voll. Das ist ordentlich krass, was hier liegt. Es war scheinbar alles gleich mit gedüngt und was man hier nicht so sieht, kommt auf jeden Fall eine Menge raus. Ja, 88%. War jetzt natürlich nur Zufall, ganz klar. Aber wir geben das Ganze jetzt mal hier raus. Oh, hallo, hallo, hallo. Das mit diesem VCA muss ich mich erst noch dran gewöhnen. So, geben wir mal ganz Spaß aus. So viel werden die jetzt nicht fressen. Bin ich der Meinung. Auch wenn das 50 Schafe sind. Ja, doch. Die nehmen schon mal den ganzen. Alter, den ganzen Wagen. Ja, Graskleef oder ja, bei denen geht sogar noch ein bisschen mehr rein. Ist jetzt nicht allzu, aber bei denen geht noch was. Das ist ordentlich. Grasilage wird dann, denke ich mal, über 20.000 sein. Okay. Aber ich habe hier noch 2 Bahnen. Aber das wird zu viel des Guten werden. Ich glaube, das wird zu viel werden. Normales Gras wird ja nicht einlagern, würde ich mal fast behaupten. Aber ich nehme das einfach mal mit. Weil hier habe ich dann ja aufgehört. Und habe dann nur noch nach vorne und hinten gemacht. Für die Heuproduktion. Ja, aber ich könnte eigentlich auch, wenn ich mit dem Zetter da drüber mache, schnell mal hier noch die Bahn mit, schließe die dort so halbwegs ab. Und dann ist das zwar hier noch geschwadert. Aber. Da fahren wir einfach so drüber, weil es sind schon wieder 10.000 Liter. Und die werden jetzt definitiv da nicht mit reingehen. Und einlagern werde ich das alles leider nicht können. Obwohl, das ist ein Multifruchtlager. Das müsste eigentlich akzeptiert werden. Aber ich gucke erstmal. Schau den Rest erstmal hier rein. Bis es voll ist, genau. Da sind unsere Grasvorräte erstmal voll. Und dann gucke ich mal bei den Lager, ob das hier geht. Wenn nicht, müssen wir. Das ist halt das Fed-Lager. Ich hatte damals ein anderes, wenn mich nicht alles täuscht. Da habe ich nämlich alles reingeschrieben, was ich räume. Ach doch, es geht mittlerweile. Sehr gut. Sehr schön, Fed. Sehr schön. Wunderbar. Gut, können wir also solche Dinge einlagern. Sehr, sehr angenehm. Gerade angenehm für später, wenn wir sehr viele Tiere haben und so, dann wird das nämlich nochmal ordentlich mehr. Und dann brauchen wir nämlich sehr viele Rohstoffe, um den ganzen Spaß mit anzumixen. Aber meine Freunde, wir sind erstmal wieder fertig hier für den Part. Wie gesagt, sorry für die Verspätung. Wir einigen uns zwischen 12 und 14, je nachdem. Ne? Und ja, in dem Sinne sehen wir uns dann morgen wieder. Dann werden wir hier uns ein Autoload uns aussuchen. Und ja, das sind die Autoload-Dinger, ne? Entweder als MAN oder halt hier als Trailer und so weiter und so fort. Ne? Werden wir uns aussuchen. In dem Sinne, ich bedanke mich erstmal. Wir sehen uns. Moin wieder. Bis dann, haut rein. Tschüssi. Kowski.